Hallöchen und willkommen zurück zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Heute spielen wir endlich Resident Evil 2, das Remake. Während ihr es bei anderen YouTubern vielleicht schon komplett gesehen habt, fange ich heute damit an. Was ihr schon mal beim Anfang ansehen könnt, ich habe einen neuen Stuhl und er ist geil. Ich würde euch ja jetzt zeigen, was er kann, aber dann funktioniert die Kamera nicht mehr. Momentchen. Oh yeah? But can you do this? Yes, I can! Peace! So, Leute! Haben wir auch ein PewDiePie-Meme hinter uns gebracht. Wir spielen jetzt die Kampagne von Leon S. Kennedy auf Standard. Übrigens, ich habe die ersten paar Minuten, die ersten 25 Minuten schon gespielt und aufgenommen, aber irgendwie konnte ich die Datei nicht mehr auf dem Rechner finden. Nein, Mann, im Ernst, okay? Ich hab's mit eigenen Augen gesehen. Oh, ich glaub dir, Kumpel. Ich glaub dir. Erzähl uns die Geschichte. Erzähl sie. Okay, es war Freitagnacht. Ich war nach Hause. Da kam diese Frau auf mich zu. Sie torkelte, weißt du? Dachte mir also, sie ist betrunken. Wow, okay. Sag uns und sei ehrlich, wie viele Drinks hattest du in Tuss? Nein, Mann, ich war kaum angetrunken. Ach komm. Nein, hör mir zu, okay? Sie kam näher und ich schaute sie mir genauer an. Hättest ihre Augen sehen sollen. Ihre Nase, ihr ganzes Gesicht sah aus wie verwest. Sah aus wie eine Leiche. Wie eine wandelnde Leiche, Mann. Klingt nach meiner Frau. Ich hab sowas noch nie gesehen. Feminismus in Amerika. Wurde gerade gut. Ich weiß immer noch nicht, was der Typ da ist. Ich weiß es nicht. Ich glaube, es soll ein Burger oder ein Sandwich sein, aber ich kann es nicht erkennen. Oh, ich sollte mal schlafen. Oder. Oh, Scheiße! Bruder, du hast was angefahren. Also so, irgendwie. Ich will's dir nur sagen. Nein. 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 Dich vielleicht rumdrehen. Das war ein Fehler, oder? Sie hat ein ganz normales Gesicht. Hat sie nicht normalerweise ein verwestes Zombie-Gesicht gehabt? Okay. Natürlich, der Hauptprotagonist geht erstmal eine Runde tanken. Weil, wenn die Zombie-Apokalypse entstanden ist und du natürlich alles weißt, oder, nee, in unserem Fall, wir wissen ja gar nichts, gehst du auch als erstes tanken und wunderst dich, dass niemand da ist. Niemand da? Das fragst du dich, obwohl da ein Streifenwagen steht. Komisch. Wann hat er die Zapfsäule zurück in den Hahn gehängt? Den Zapfhahn zurück in die Säule gesteckt. Natürlich spielen wir in 4K und 60 FPS. Sagte ich und meine F gehen runter. FPS. Wir können uns umsehen, wir können mit Shift sprinten, mit Steuerung machen wir momentan nichts. Und wie gesagt, das hier kenne ich schon. Deshalb rushen wir hier jetzt mal ein bisschen durch. Ich habe den Originalteil übrigens nie gespielt. Jemand da? Er hat eine Taschenlampe. Hier stimmt was nicht.
Bist du dir ganz sicher? Alles in Ordnung? Bruder, du warst fett in den Hals gebissen. Bleiben Sie da. Ich komme zurück. Es ist ziemlich dumm, dass wir da hier jetzt hingehen, weil somit stirbt er. Komm runter! Officer, soll ich helfen? Zurückbleiben, hör nicht näher! Was zum Teufel? Wir sind also an seinem Tod schuld. Stopp! Ich schieße! Was zum? Bist du auch schon tot? Gehen wir nach hinten. Hab einen Schlüssel, legen den dahin. War hier noch irgendwas zu holen? Ich glaube nicht. Hier vielleicht? Ja, ich weiß. Schlüssel benutzen. Die Kamera ist auch gleich leer, sehe ich gerade. Echt super. Hey! Das vergesse ich immer wieder. So, du quetschst uns fast ein. Hey, Claire! Nicht schießen! Runter! Hang! Peng! Voll in die Fresse! Alles gut? Ja, denke schon. Diese Sounddatei kenne ich doch. Dank mir später, wenn wir sicher sind. Das war doch die Sounddatei aus. Ach, wie heißt's? Resident Evil, wenn du eine Tür. Ach, nicht Resident Evil, The Evil Within, wenn du eine Tür zumachst. Oh, Scheiße. Das schafft ihr nicht. Hi. Los jetzt. Sein da. Festhalten. Als er sagt, festhalten, ich bin jetzt ganz langsam davon gefahren. Damit wir auch ja keinen aufregen. Was soll da geht hier vor? Keine Ahnung. Hoffentlich haben die mehr Infos auf der Polizeistation. Warte, du bist Cop? Ja, Leon Kennedy. Und du bist? Claire. Claire Redfield. Wohnst du hier? Nein. Ich suche meinen Bruder. Ist auch Cop. Hm. Tja, gut, dass wir uns getroffen haben. Ich weiß nicht, was noch auf uns zukommt. Raccoon City, Home of the Umbrella. Das Zuhause des Regenschirms. Capcom präsentiert. Director Kazunori Kado. Lead Management. Ach man, ich lese das nicht vor. Ich bin sowieso nicht schnell genug. Das habe ich beim ersten Dreh auch schon gemerkt. Ich lasse es einfach durchlaufen und ihr könnt es lesen. Resident Evil 2. Ich vermute, das ist das letzte AAA-Game, das ich in 4K und 60 FPS mit meinem Rechner spielen kann. An alle Einwohner. Aufgrund des stadtweiten Ausbruchs wird Ihnen empfohlen, in der Polizeistation von Raccoon City Zuflucht zu suchen. Wirklich? Die Polizeistation ist nicht mehr weit. Die werden mehr wissen. Ja, aber was, wenn wir die Einzigen sind? Wenn es keine Überlebenden gibt? Nein, die Stadt ist groß. Da muss es doch welche geben. Ja, kann man jetzt so oder so sehen.
finde den Regen nur ein bisschen nervig. Wir müssen wohl zu Fuß gehen. Wohl eher rennen. Ja, gute Idee. Ach du Schande! Da war der Jumpscare, den ich gesucht habe. Leon, fahr rückwärts. Okay, es laggt ein bisschen. Was zur? Bruder, das ist ein Truck. Das ist der Truck vom Anfang. Der Typ wurde gebissen. Claire, steig aus. Steig aus jetzt! Ich kann nicht. Dann halt dich gut fest. Festhalten! Benzin. Spätestens jetzt wäre jeder normale Mensch tot. Zumindest wäre die eine Rippe oder so gebrochen oder eine Wirbelsäule oder... Claire, alles klar. Oder irgendwas wäre dir bestimmt gebrochen. Aber das überlebst du nicht so leicht. Ja, mir geht's gut. Was ist mit dir? Nein! Hier ist nicht sicher! Geh schon weiter! Ich treffe dich bei der Station! Ich komm hin! Lauf! Lauf, Leon, lauf! Da da vorne. Ich glaube hier vorne war Munition. Oh, doch nicht. Da! Da ist sie. Die Polizeistation. Sorry. Wenn ich C drücke, laufe ich ganz normal. Lauf, 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 lauf. Diese Metallstange rettet dich vor dem sicheren Tod. Herzlichen Glückwunsch. So, jetzt waren hier aber Patronen. Neben diesen Leichen. Nicht? Och Mann. Ich kann mir überhaupt nichts mehr merken. Irgendwo waren hier noch Patronen. Oder ich bild mir das gerade nur ein. Hab's mir wohl eingebildet, dass hier überall Patronen sind. Und ab jetzt spielen wir die Demo. Was ich jedoch... Alter, wie geht's und so stört wie im nassen Regen. Was ich jedoch herausgefunden habe... Ist irgendjemand hier? Sind einmal diese Patronen. Meine, nein. Lass mich. Dann kann man hier speichern. Ja, schreiben. Dann gehen wir kurz ins Inventar. Nein, wir gehen nicht ins Inventar. Wir gehen zu diesem großen Kasten hier. Und bekommen zwei Deluxe-Waffen. Einmal eine 9mm Pistole mit 15 Schuss, modifiziert mit einem versilberten Abzug und einem harten Stahlschlitten für höhere Präzision. Und modifiziert mit einem kleinen Schlittenfang, um Probleme beim Zielen zu verringern. Das sind die Waffen, die man bekommt, wenn man das Spiel vorbestellt, was ich hier habe. Und ich habe keine Ahnung, wer Jill und oder Chris sind. Aber ich zeige euch einfach mal die Waffen, wie die aussehen. 3.
4. So, das hier wäre die eine. Und das hier wäre die andere. Ich finde sogar beide ganz schön. Deshalb benutzen wir jetzt einmal die hier. So, welche ist das, die wir gerade benutzt haben? Es ist Jills Modell. Ah ja. Dann tun wir Chris weg. Legen die Waffe... Nein, Mathilda nehmen wir mit. So. Und gehen hier an den Laptop. Ich habe vergessen, was ich hier machen konnte. Ich habe eine E-Mail schreiben. Ach nee, nach Kameras gucken. Irgendjemand muss doch hier sein. Da ist jemand. Nicht gut. David, Marvin, seid ihr da? Es gibt einen Weg raus. Steht hier drin. Oder wieso läufst du denn nicht zurück? Sollte den Typ suchen. Du bist intelligent. Nein, geh weg mit der Karte. Dann. Dafür brauchen wir das Messer. Da geht's zum Tutorial. Wir suchen jetzt erstmal nach der gesamten Nach der ganzen Munition, die hier überall rumliegt. Und schauen uns das hier nochmal an. Okay, da müssen wir irgendwelche Sachen reintun. Und jetzt renne ich in. Jetzt renne ich hier einmal rum und sammle die Munition ein. In. Schnell, also. Ihr seht jetzt, wo ich Munition finde. So, jetzt haben wir 11 Kugeln im Magazin und gehen hier rein. Okay, dafür brauchen wir einen Schlüssel. Dann gehen wir mal nach da drüben in die Tür. Ich weiß, wir müssen eigentlich nach da unten durch das Tor. Aber hier oben war, glaube ich, auch noch Munition. Oder noch irgendwas anderes, was wir finden können. Ja, hier war irgendwas. Grünes Kraut. Ja. Dann. Ach ja, die Safe-Kombination. Ich habe keine Ahnung, wo wir das herbekommen. Bildschirm aus dem 18. Jahrtausend. Stadtbürobroschüre. Ah ja. Und gut, da passt die überall nicht. Heißt, wir müssen doch nach unten. Wir können übrigens nicht springen. Geht nicht. Hier aus dem Stand. Nö, wir können nicht springen. Aber wir können uns jetzt unter einer Tür durchquetschen. Das können wir. Ah, hier. Einmal Erste-Hilfe-Spray. Da. Draußen bleiben. Nö. Ich gehe jetzt rein. Zack. Zack. 44 FPS, warum das? Ich weiß es nicht.
Da wurde Alice abgeschnitzelt. Wie das Geschnitzelte gestern Abend. Ich habe übrigens keine Ahnung, wo wir die Sicherung herbekommen sollen. Diese Lampe bringt es irgendwie nicht. Ach ja, Licht war hier vorne. Ah, Licht. Ah, eine Leiche. Ne, Munition. Noch besser. Heilende Objekte, ja, ist in Ordnung. Fünfzehn Kugeln. Auch wenn hier in der Demo nichts war und auch im letzten Durchspiel nicht, ich gehe trotzdem hier hin. Weil hier könnte ja immer was sein. Ich weiß es nicht. Oh, doch, Heilungs-Erste-Hilfe-Spray. Moment, kann ich das nicht irgendwie kombinieren? Kombinieren, damit. Kombinieren, nein. Somit haben wir ja schon mal ein bisschen Munition gespart. So, der Akku ist schon mal leer von der Kamera. Ich werde den jedoch nicht wechseln. Wir werden jetzt einfach weiterspielen. Okay, wir müssen da rein. Ich hol sie raus! Hilfe! Bitte! Geben Sie mir Hilfe! Die Hand. Ich hab sie. Das war der Typ von vorhin, Kamera 4. Und Machi, Machi, Kori, Yachi. Du Scheiße! Tod. Durch Unterleibsverlust. Oder? Du solltest gehen. Nimm dir das Buch. Das habe ich ja in der Demo ein wenig vernachlässigt. Jetzt passt es aber. Okay. Goodies Stage hier. Ja, da müssen drei Medaillons rein und dann schiebt die sich beiseite und wir kommen durch den Keller, durch das Parken raus. Eins bekommen wir bei einem Einhorn, das andere bei einem Löwen und das dritte bei einer Frau. Okay.
Oh. Geh weg! Ich hab vergessen, wo ich hin muss. Oh, fuck. Es war die falsche Richtung. Es war der Schwarze. Ah. Ah. Gleich gibt's ein Gesundheitsspray, aber erstmal raus hier. Erotisch. Du bist sicher. Fürs Erste. Und du wurdest angeschossen. Marvin Brenner. Leon Kennedy. Da war noch ein Officer. Ich konnte nicht. Hier. Du hast sicher getan, was du konntest, Leon. Ja, das haben wir. Weiß irgendjemand, was das verursacht hat? Keine Ahnung. Aber ganz ehrlich, es reicht, wenn du weißt, dass du mit Haut und Haar gefressen wirst, wenn du nicht aufpasst. Ja, ich sollte letzte Woche anfangen, aber dann hieß es, bleib weg. Wünschte, ich wäre früher gekommen. Du bist jetzt hier. Das ist wichtig. Okay, Lieutenant. Ich bin soweit. Hoffentlich findest du einen Weg raus aus der Station. Der Officer, den du getroffen hast, Elliot. Er dachte, dieser Geheimgang wäre der Weg hier raus. Das klingt gut. Sie kommen ins Krankenhaus. Nein, nein, ich bin nicht die Priorität hier. Lieutenant, ich werde Sie nicht einfach hier lassen. Das ist ein Befehl, Rekrut! Du rettest dich selbst zuerst. Ich käme mit dir, aber ich halte dich nur auf. Hier. Du brauchst das. Ach ja, das Jagdmesser. Und mach nicht meinen Fehler. Wenn du eins von den Dingern siehst, Uniform oder nicht, darfst du nicht zögern. Du erledigst das. Oder rennst. Klar? Ja, Sir. Und mit diesem wunderschönen Kampfmesser, womit der zweite Part der Demo anfing, endet hier der erste Part von Resident Evil. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir noch ein Like und ein Abo da. Der nächste Part wird jetzt schneller kommen. Der kommt nicht nächsten Samstag. Ich gucke, dass ich den sogar am Mittwoch hochlade. Ich sage, ich schaue. Vielleicht funktioniert es, vielleicht nicht. Wir sehen uns beim nächsten Video. Schreibt fleißig Kommentare und bewertet mit einem Like. Ciao.